willkommen zu meinem Freitagsvideo. So, ist jetzt unbequem ohne Ende, aber gut. Ziehen wir durch. Also, kennt ihr das? Ihr schreibt irgendwo bei Amazon oder bei Facebook in der Gruppe, in der es um Amiibo-Karten geht, einen Kommentar, der heißt, ich suche etwas. Könnte sich bitte jemand melden, der es hat oder der zum Beispiel weiß, wo ich es herbekomme. Und dann schreibt einem einer unter diesen Kommentar, ich glaube nicht, dass du das für den Preis kriegst. Und du denkst dir nur so, das ist jetzt nicht wirklich die Aufgabe, die ich dir gestellt habe in meinem Text. Und ja, also ich für meinen Teil, ich habe diese Woche ein Erlebnis gehabt, das war für mich so, ich nenne es gerne Ist-Erlebnis. Und der Grund dafür, ich habe mir tatsächlich Wort für Wort diesen Text eingeprägt, schon irgendwie schräg, wenn man sich's mal überlegt, aber so ist es bei mir eben. Es ist so, ich bin jemand, ich mag die Grammatik sehr gerne. Und ich bin auch jemand, ich achte sehr darauf. Rechtschreibung ist mir egal. Wegen mir kann man die furchtbarste Rechtschreibung der Weltgeschichte haben, habe ich selber. Aber wenigstens sollten die Sätze einen Sinn ergeben und grammatisch korrekt sein. Das ist zumindest sowas, was ich mir wünsche, wenn mir jemand irgendwelche Sachen schreibt. So halbwegs zumindest. Ich kann es ja nicht von jedem verlangen, aber es ist halt so, dass ich wenigstens ein bisschen drauf achte. Aber was ich so gar nicht ab kann, und das ist wirklich sowas, was ich so ganz und gar nicht ab kann, ist, wenn jemand klug scheißt und dabei solche Grammatikfehler hat, dass man sich denkt, und mit welchem Recht klug scheißt du jetzt? Also, ich habe geschrieben, ich suche eine Karte zum Preis von 10 Euro. Ich weiß, dass sie 20 Euro wert ist, aber ich kann und möchte diesen Preis nicht bezahlen. Daraufhin hat mir jemand unter meinen Text geschrieben, dann habe ich noch geschrieben, bitte melde, wenn jemand die Karte hat, kann er mich gerne anschreiben. Und dann hat mir eine unter diesem Text drunter geschrieben, die Karte, ihr Wert zu diesem Preis zu bekommen, ist nicht möglich. Entschuldigt, ich kriege es mal hin, nicht mal hin, diese furchtbare Formulierung rauszubringen. Aber auf jeden Fall hat sie diesen Text so geschrieben, dass ich echt ohne Witz dreimal lesen musste, bevor ich verstanden habe, was sie überhaupt meint, weil sie schlicht und ergreifend, entschuldigt, das hat mich so durcheinander gebracht, es nicht hinbekommen hat, zwischen zwei Worten hat ein Ist gefehlt. Ein Ist. Ein einfaches Ist. Aber mit diesem Ist hätte dieser Satz den Sinn ergeben, den er ergeben hätte sollen. Aber ohne dieses Ist war es einfach bloß ein sinnbefreiter Satz. Und zwar im doppelten Sinne, nämlich erstens, es hat nicht geholfen, dass sie das drunter geschrieben hat, weil es war nicht die Aufgabe, schreib mir, was du glaubst, dass die Karte mehr wert ist und mach dich über mich lustig, sondern die Aufgabe war, bitte gib mir einen Tipp, wenn du weißt, wo ich die Karte zu einem Preis bekomme, den ich bereit bin zu bezahlen. Und auf der anderen Seite war es einfach sinnbefreit, wenn man es beim ersten und zweiten Lesen nicht drauf gekommen ist, was die wollte. Man musste wirklich ewig lange überlegen und ich habe wirklich jeden kleinen Fülzel, den es gibt, ist, war, sein, dein, mein, ausprobiert im Kopf, um den Sinn hinter dem Satz zu finden, um schließlich und endlich dann zu finden, ist. Da habe ich mir gedacht, das wollte sie mir sagen. Da habe ich mir gedacht, irgendwie ist das schon schräg. Für mich ist das sowas, wo es selbstverständlich ist, dass ich jemandem, wenn ich etwas schreibe, versuche zumindest den Sinn des Satzes zusammenzubekommen. Weil wenn die Grammatik schon so grässlich ist, dass man teilweise sich überlegen muss, schreibt da jetzt einer auf Erstklässlerniveau oder eben ein erwachsener Mensch. Aber zumindest so, dass wenn man den Text sich dann durchliest, dass man aufgrund der Fülzelworte den Sinn des Satzes erkennen kann. Ja, und das habe ich mir gedacht, das ist das, was mich so aufregt, dass sie den Sinn des Satzes nicht rausbekommen hat. Dann habe ich mich wirklich drüber aufgeregt. Ich bin wirklich wie so ein kleines trotziges Kind hier gestanden, habe es meiner Mutter erzählt, habe ihr auch den Text gezeigt und alles und ja, ich war sehr unreif. Das gebe ich auch offen zu.
Und dann am Abend habe ich bei Amazon, also ein paar Tage später am Abend, habe ich bei Amazon einen Kommentar, also habe ich ein Spiel mir suchen wollen, nämlich Stardew Valley. Und da gab es dann eine amerikanische Importgeschichte. Und da war dann, hat einer die logische Frage gestellt, gibt es bei dem Spiel dann deutschen Titel? Den deutschen, also gibt es dann die deutschen Untertitel, die deutsche Schrift eben im Spiel, oder ist es nur auf Englisch? Und unter diesem Kommentar hat einer drunter geschrieben, und das war wirklich, das hat sich mir auch ins Hirn eingebrannt, die Formulierung. Kann ich nicht sagen, ich krieg das Spiel erst zu Weihnachten. Und in dem Moment bin ich wirklich erstmal explodiert, weil ich mir gedacht habe, er wollte wissen, ob es da auch den Text in Deutsch gibt. Er wollte nicht wissen, dass du es nicht sagen kannst, sondern er wollte wissen, ob so ist oder nicht, nicht ob du das Spiel jetzt zu Weihnachten kriegst. Und in dem Moment ist mir etwas Entscheidendes über mich selber bewusst geworden. Ich kann es nicht abhaben, wenn Leute klugscheißerische Kommentare oder was drunter schreiben, einfach nur, um was geschrieben zu haben. Ich kann es nicht ab, wenn man einfach nur, damit man jemanden provoziert hat oder damit man irgendeine Reaktion bekommt oder aus irgendwelchen unerfindlichen Gründen schreibt, was auch immer man da zu schreiben denkt, dass jetzt richtig wäre. Anstelle einfach das zu machen, was intelligent ist, nämlich wenn du nichts weißt, dann sag auch nichts. Weil wenn du nichts weißt und nichts sagst, dann tut auch niemanden in die Irre führen. Schreibt man einfach irgendwas drunter, um dann zu. Also, und das Ding ist ja, er hat es vor 2 Jahren zu Weihnachten bekommen. Er hätte also in der Zwischenzeit drunter schreiben können, weil er hat es bestimmt angespielt. Ich überarbeite den Kommentar und kann jetzt schreiben, jetzt wo ich das Spiel gespielt habe, ist es so und so. Aber diese Mühe macht man sich dann nicht. Nee, man schreibt nur drunter, ich hab's zu Weihnachten, ich kann es nicht sagen, ich bekomme es ja erst zu Weihnachten. Ich weiß nicht, ob das jetzt an mir liegt. Weil meine Mami, hast du da Verständnis dafür? Ja, Meine Mutter geht's auch so, wenigstens bin ich alleine. Aber ich finde es einfach schräg, dass wir heutzutage in einer Situation oder in einer Welt gelandet sind, in der die Leute denken, ich versuche jetzt gerade ein nettes Wort zu finden für das, was ich sagen will. Irgendeinen Nonsens unter eine Frage zu schreiben, sei wichtiger als eine wirklich hilfreiche Information zu geben. Und das ist das, was mir fehlt. Die Hilfsbereitschaft von Leuten, die einfach im Internet unterwegs sind und die dann die Möglichkeit hätten, dir zu helfen, aber anstelle, dass sie dir helfen oder eben sagen, okay, die hat aber verrückte Ansichten und dann einfach auf sich beruhen lassen, müssen sie irgendwelche Kommentare schreiben, die weder weiterhelfen, noch wirklich irgendwie sinnvoll sind, noch irgendwie dann im Nachhinein überarbeitet werden, nach dem Motto, ach, und übrigens, auch wenn du dieses und jenes der Ansicht bist, kann ich dir den Tipp noch geben? Oder eben im Tipp oder im Fall von diesem Amazon-Rezession, also jetzt, wo ich das Spiel angespielt habe, ist es wie folgt. Aber nein, man muss einfach irgendwas drunter schreiben. Ich verstehe es ja, wenn Menschen, denen du auf der Straße begegnest und denen eine Frage stellst, wenn die dann irgendwelchen Nonsens erzählen, ey, Hauptsache nach dem Motto, ich habe was erzählt, weil das sind dann so der Typ Mensch, ich höre mich einfach selbst gern reden. Aber Geschriebenes hörst du ja nicht. Also, ich verstehe es nicht. Ich verstehe dieses Verhalten nicht. Mama, bilde ich mir das nur ein oder könnte das tatsächlich ein Problem sein wegen meinem Asperger? Ja. Ah. Heißt es, normale Menschen finden das normal? Teilweise. Ernsthaft? Ah. Also, um es nochmal zu wiederholen für die Kamera, meine Mutter meint gerade, normale Menschen finden das normal, wenn, also zum Teil, dass man unter irgendwas was drunter schreibt, was nicht hilft. Und
dem Drang raus, was beizutragen. Ach, das ist der Drang, was beizutragen. Hm. Ja, die tragen ja nichts bei. Ja, das ist dann auch egal, das ist Ansichtssache. Ach. Ha. Ich habe etwas gelernt, ohne es lernen zu wollen. Dumm gelaufen. Okay. Also wenn jetzt ein normaler Nicht-Asperger das Video sieht, wird sich wahrscheinlich bei ihm die Frage auftun, warum regt sie sich darüber so auf? Hm. Okay. Interessant. Ja, es wäre nett, wenn mir jemand, der ebenfalls wie meine Mutter tendenziell normal ist, tendenziell, das klingt irgendwie nicht nett, der wie meine Mutter eher zu den Normalen gehört und nicht den Leuten, die Probleme mit sowas haben, mir, oder eben auch die, die ebenfalls vom Asperger betroffen sind, geht's euch da ähnlich oder geht's nur mir so? Jetzt bin ich gerade echt in so einer, Frage, also von einer Situation, wo ich davon ausgegangen bin, dass es der Normalfall ist, bin ich jetzt in eine Situation geraten, wo ich mir die Frage stellen muss, ist es eine Asperger-bedingte Sache, warum ich das nicht verstehe? Oder ist es eine Elena-bedingte Sache, warum ich es nicht verstehe? Hm, sehr philosophisch. Tja, also das ist jetzt der Punkt, an dem ihr da draußen mir mal helfen könntet, weil ich weiß jetzt wirklich nicht, also... Woher soll ich jetzt wissen, wo das Problem des Pudels Kern ist, um es mal so zu sagen? Warum sagt man eigentlich des Pudels? Nein, nein, ich fange jetzt nicht auch noch damit an, das will ich nur ohne Kamera. Also wo der Knackpunkt ist oder warum ich es nicht verstehen kann oder verstehe. Also an all die, die nicht Asperger sind, schreibt mir bitte rein, warum man das macht oder was da so, warum denkt ihr, dass man so eine Verhaltensweise hat? Und für all die Asperger, könntet ihr mir vielleicht drunter schreiben, ob euch sowas auch so aufregt oder ob das nur an mir liegt? Ihr könnt mir auch gerne auf Twitter oder Facebook schreiben oder eine E-Mail an diebell.readmyoutlook.com. Ich wünsche euch jetzt noch ein wunderschönes Wochenende und ich werde jetzt mit meiner Mutter herausfinden, warum es das Pudels Kern heißt. Ich werde jetzt mit meiner Mutter herausfinden, warum es des Pudels Kern heißt. Entschuldigt. Ich bin so schrecklich mit Grammatik, ich verbessere selbst mich selber. Also, ich wünsche euch jetzt noch eine wunderschöne Zeit. Wir sehen uns. Bis bald. Tschüss.